Anfang von so einem Album ist es immer schwer, den Weg zu sehen oder den Weg zu finden. Man fängt erstmal so blind an, Riffs zu schreiben und sich irgendwo an was festzuhalten, was noch nicht da ist. Und erst wenn man so viele Punkte auf ein weißes Blatt Papier setzt, fügt sich das dann im Laufe der Zeit zu einem Bild zusammen und man versteht dann eigentlich erst, was man da gemacht hat. Ich glaube, am Anfang habe ich noch sehr viel Angst gehabt. Dementsprechend war von Angst auch mein Handeln geleitet. Und es hat lange Zeit gebraucht, bis ich mich getraut habe, was zu zeigen und bis überhaupt so ein Bild in meinem Kopf war. Und auf einmal ist was völlig anderes entstanden. Anger is always part of our music as much as love can be. What's interesting for me is the energy anger can create and how it can drive a song. Anything that carries extreme emotion contains beauty. Whether it's anger or whether it's passionate love. Ich habe schon das Gefühl, dass wir am vorläufigen Ende einer Reise angekommen sind, die mit dem ersten Album begonnen hat. Und es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten wir uns mit diesem Album selber erlaubt, da anzuknüpfen, wo wir vielleicht mit dem zweiten Album schon hätten anknüpfen können. Ich glaube, dass dieses Album eine Sache hat, die die anderen Alben nicht haben, und das ist diese langsame Erzählweise, dieses Filmische. Yeah, there's a touch of romanticism that connects them together. Something darker, but also sweeter, like if you had somber and light at the same time. Hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, dass wir 5 Alben machen, hätte ich ihn wohl für verrückt erklärt. Die Zeit ist so gerannt. Wir haben so viele Shows gespielt, so viele Menschen kennengelernt. Trotzdem fühlt sich das alles noch nicht alt an oder routiniert. Und ich glaube, auch mit 5 Alben haben wir uns noch nicht kopiert oder nachgemacht, sondern haben immer wieder einen Weg gefunden, uns neu zu definieren und einen neuen Weg einzuschlagen.